Wer wird denn da abgeschlachtet? Also diese Geräusche, ne? Ficken. Sie haben wie eine tote Ratte, die gerade zermatscht wird oder so. Ja, wie eine untote Ratte. Oh oh. Irgendwas ist dahinter? Da liegt was auf dem Boden. Schrotpatronen. Und sonst ist hier nichts bis auf diese unfassbar unauffällige Sache. Da ist ein Regal. Auf dem Regal sind rote Handabdrücke. Ja, natürlich. Schaffst du es diesmal alleine wenigstens. Aha. Was ist da? James! Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. Also, ich bin mal echt gespannt, wie sich... You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Oh Gott, sprießt bei dir schon die Milch ein, oder was? Oh, können wir hier runter? Wo ist er denn hier? Hier ist Blut. Wir haben einen Kupferring. Ah, vielleicht kann das ja die... Ah, vielleicht fehlt das ja da einen, dem Gemälde oder so. Müssen wir da den Kupferring reinmachen? Haben wir denn dann alles hier unten? Es gibt keine Karte von dem Gebiet. Aha. Na dann. Warum kann ich mir jetzt jede scheiß Karte mehr angucken? Das will ich jetzt aber gar nicht. Wieder hoch mit dir. Los. Jetzt darf ich aber wieder gucken, oder? Naja. Scheint ja nicht so viel zu sein, oder? In dem komischen... Na, vielleicht müssen wir da lang. Aber hier ist ja alles zu. Wie soll man denn das machen? Ah ja, wir können hier über den Treppendingens jetzt mal laufen. Ich glaube, jetzt kommen wir mit dem Kupferring da voran. Wenn ich das richtig sehe. Hoffe ich zumindest mal. Und wir können an den Kühlschrank, der im zweiten Stock war. Dann gehen wir lieber erstmal den Kühlschrank abchecken. Wie komme ich denn jetzt nach oben? Ah, da. Hui. Dann mal ab. Gucken, ob jetzt irgendwie was offen ist. Ich glaube es fast nicht. Wir waren ja im dritten Stock, ne? Jetzt sind wir im zweiten. Also die Maria, die ist ja auch voll durch den Wind geschossen, ne? Also die haben sie echt ins Gehirn geschissen. Man hat allen Charakteren hier ins Gehirn geschissen. Inklusive mir. Ja, so. Ja. Vielleicht kommen wir noch einen höher. Was passiert denn, wenn ich noch einen höher gehe? Da was offen? Ah, ne, da haben wir ja schon, ne? Ja, ja, Kurzzeitgedächtnis, verlass mich nicht. Fuck! Natürlich auch richtig laufen. So. Hier rein. Und jetzt. Boah, jetzt mal ja, Gehirnschmalz.
ein bisschen raus. Was hatte ich denn jetzt vor? Ich wollte jetzt dahin und zum Kühlschrank. Der war im zweiten Stock. Das heißt, wir fahren erstmal mit dem Fahrstuhl, wenn wir jetzt nicht durch die... Ne, wir fahren erstmal mit dem Fahrstuhl. Das ist einfach logischer. Wer weiß, ob uns nicht da irgendwie wird fehlen, wenn wir den ganzen Weg zurück dürfen. So, los, go, go. Dum, 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 dum. Nein, Maria, du, komisches Gemälde. Du bist da erst dran. So, ab in den zweiten Stock. Schwupp. Und dann... Was ist denn das wieder für ein Geräusch? Hi there, everybody! Thanks for tuning in! Welcome to another exciting edition of... Trick or Treat! Here you either answer the questions correctly and win a great prize, or fail to answer correctly and receive the punishment. It all depends on you! And our lucky, or should I say, unlucky challenger today is James! James Sunderland! Are you ready to play Trick or Treat? Okay, here's your first question. Merry-go-round, haunted house, roller coaster, Ferris wheel, and teacups. Silent Hill is home to a thrilling amusement park that both children and adults love. Question is, what is the name of this amusement park? 1. Fantasyland. 2. Silent Hill Amusement Park. 3. Lakeside Amusement Park. Okay, quickly, on to question number 2. Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. Brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, spattered blood, and finally... What a terrible tragedy! What a gruesome end to such innocent lives! Now, the question. What was the name of the murderer who committed this vile act? 1. Walter Sullivan. 2. Scott Fairbanks. 3. Eric Guy. Now, for our third and final question. South Lake is a deserted old neighborhood called South Lake. There to Paleville, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is... What is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Rendell Street. 3. Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful, if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye-bye. Alter. What was that? What the fuck? Alter, was geht denn hier ab? Im dritten Stock? Wo sind wir denn? Verdammt. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Nathan Avenue war. Da haben wir ja mal im LP drüber geredet. Aber sonst... Was ist denn der Storeroom? Da. Hä? Da waren wir doch schon drin. Alter. Und sonst, keine Ahnung, was da die Antwortmöglichkeiten sind. Ey. Egal, wir gehen jetzt erstmal zum Kühlschrank. Ab dafür. Das ist total crazy, das Game. Ich weiß nicht, was die da von einem wollen. Leck mich fett. So, Maria, jetzt kann ich mal deine weibliche Kraft gebrauchen. Du hilfst mir jetzt. Komm, Maria. You can't open it? Yeah, Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help?
What's this? Not very cute, is it? You're James. You take it. Thanks. Ein Bleiring. Okay, dann haben wir jetzt zwei Ringe. Hört sich wieder nach Rätsel an, wenn ihr mich fragt. Okay, vielleicht ist jetzt in diesem Storeroom noch ein Ring. Könnte gut sein. Im dritten Stock, sagte der, ne? Warum gehe ich denn da jetzt? Kann ich da nicht ran? Hallo? Aha. Dritter Stock. Herrenunterwäsche. Guter alte Spruch von Manni Breukmann, oder? Bei FIFA? Ist das Manni Breukmann? Ich glaube, das ist Manni Breukmann. Oder Frank Buschmann? Ich habe keine Ahnung, wer das immer sagt. Okay, kann ich hier irgendwo eigentlich abspeichern mal? Neben dem Storeroom, bevor ich hier nämlich sterbe, weil ich da irgendwie eine falsche Antwort gebe, habe ich ein bisschen Schiss vor. Das wollen wir ja nicht. Das wäre ja mehr als Kackjes. In dem Storeroom waren wir doch schon, da war doch gar nichts mehr. Sehr seltsam. Aber Rain interessiert's. So. Deine hübsche Fresse. James Sunderland. Okay. So. Ab in den Storeroom. Wo soll da was sein? Aha! Lol, da ist ja tatsächlich was. Oh mein Gott! Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das ist. Map. Ach cool, da kriegt man Schaden. Cool! Das heißt, wir werden jetzt einfach sterben. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich drücke die Taste, aber nichts passiert. Scheiße. Also passiert nichts. Toll. Was war... Jetzt haben wir einfach die falsche Antwort gemacht, oder wie? Ich möchte aber die richtige Antwort haben. Nee, dann laden wir aber neu. Egal, dann würde ich sagen, hauen wir rein. Ich finde noch heraus, welche Antworten das sind. Und bis denn. Ciao.